Ich habe mir ja schon mal die gruseligsten Monster in Brickies angeguckt, aber heute gucke ich mir die gruseligsten Fahrzeuge an. Es wird richtig, richtig wild. Ich gucke mal, ob ich mich wirklich erschrecken werde und ihr müsst auch gucken. Also wenn ihr euch erschreckt, schreibt es in die Kommentare, guckt das Video bis zum Ende und auf den Like, auf den Abon. Und jetzt viel Spaß. Das erste Monster ist am Start und zwar handelt es sich um ein SCP-Monster und zwar SCP-682. Und ich meine, es sieht auch nicht anders aus als so ein wild gewordenes Krokodil, ne? Auch mit dem Stachel. Okay, okay, okay. Das ist anscheinend ein Krokodil, was ein paar Wirbelsäulenprobleme hat oder sowas, glaube ich eher. Gut, pass auf, wir fahren einfach mal ein bisschen los, würde ich sagen. Hier mal auf ganz entspannt. Können wir hier auch noch irgendwas machen? Ich glaube, wir können hier... Okay, wir können auf jeden Fall schießen. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf dieses Hochhaus schießen da hinten. Oh, wollen wir mal drauf schießen? Hier, Boots. Ja, okay, okay. Aber ich meine, kaputt gehen tut es ja auf jeden Fall nicht. Also, ich sag mal so, dafür, dass hier aber, dafür, dass das Ding so groß ist und auch so viel rumschießt und so, kaputt gehen tut es nicht. Und ich meine, das, guck mal, also, das bewegt sich hier eher wie so eine kleine Krabbe oder so. Also, da muss ich sagen, das war auf jeden Fall nicht gruselig, aber auf jeden Fall mal cool, es gesehen zu haben. So, vielleicht ist das ja hier schon etwas gruseliger. Das ist einfach, oh mein Gott, das ist einfach so ein Skorpion, was man auf ganz entspannt schnell die Beine, die Arme hier ausfahren kann. Und da ist das SCP-Monster. Ich würde sagen, wir schleichen uns ran. Was kann es noch so? Okay, es kann nur die Arme ausfahren. Die Stacheln hinten kann ich leider nicht bewegen. Oh, guck mal, da will das Monster uns auf einmal abbeißen oder was? Nee, 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 so nicht. Wir sind hier so ein Skorpion mit Spinnenbein. Ich meine, ist doch auch nicht schlecht. Ich habe zwar einen richtig komischen Wendekreis, aber an sich geht's eigentlich klar, muss ich sagen. Ah, dann gucken wir mal, ob wir hier dem Krokodil von innen den Schwanz beißen können. Oh, machen wir da was kaputt oder gehen nur wir selber kaputt? Nee, da passiert leider gar nichts. Also auch das Monster, Freunde. Oh Gott. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar gruseligere Sachen. Vielleicht wäre ja was von Five Nights at Freddy hier. So ein, irgendwie so ein Teddybär oder so, der gruselig aussieht. Aber leider können wir damit nichts machen. Aber ich habe da eine andere ziemlich gute Idee. So, dann zeig mal, was du kannst hier. Ich meine, das sieht ja ganz und gar nicht gruselig aus. Das sieht mehr aus wie so eine komische Spinne mit irgendwie komischen Beinen oder rechtwinkligen Beinen. Also, wahrscheinlich ist so zu viel ins Gym gegangen. So, also da, Freddy, wie sieht's aus? Ja? Fällt er oben? Ne, er fällt noch nicht um, also... Ich sag euch ganz ehrlich, da müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen, glaube ich. So, Freddy, du wolltest dich also hier ein bisschen zurücklehnen und sagst, meine kleine Spinne ist dir nicht gruselig genug, ja? Dann mach ich euch den hier! Oh Gott. Freddy? Freddy, wo ist denn dein Kopf hin? Sag mal. Oh nein, das war's. Das war's mit ihm, aber immerhin kann er jetzt keine Kinder mehr erschrecken. Okay, das nächste hier soll anscheinend eine riesige Spinne sein. Mal gucken, wie... Okay... Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich krass aus und hat irgendwie so City-Roller unter den Beinen. Sag mal, die Spinne hat die Probleme mit den Füßen oder wieso hat die City-Roller unter den Beinen? Warte mal. Guck mal, ich habe sogar so einen Flammenwerfer, da kann ich mal auf ganz entspannt hier so ein bisschen rumschießen. Ich zerstöre hier die ganze Stadt. So ein Ding ist das hier heute. Oh, wollen wir direkt mal austesten, wie viel das Ding aushalten kann? Kann ich damit noch irgendwas anderes machen? Nee, anscheinend nicht. Ich kann damit nur rumfahren und einen Flammenwerfer schießen. Oh, wird die Spinne das überleben? Oh, ich mache mir hier Slow-Mo. Und da, oh Gott, schon angedockt, ganz leicht, aber ich weiß es nicht genau. Nee, guck mal, Easiness. Guck mal hier, easy. Gar nichts los. Wie kann ich denn das verstehen? Also das soll angeblich Thomas.exe sein. Also die durchgedrehte Thomas, die Lokomotive. Oh mein Gott, guckt euch die mal an. Warte mal, was können wir denn hier nochmal? Ein Seil ausfahren, entkoppeln? Ja, fahren wir doch mal das Seil ein bisschen aus, oder was? Hier auf ganz entspannt. Okay, also ich meine, guck dir das mal an, wie die aussieht mit den roten Augen. Also wenn die nicht von Dämonen besessen ist, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht. Und da frage ich mich, ey! Sag mal, was soll das denn? Also erstmal frage ich mich, wie viel das Ding aushält. Und ich frage mich natürlich auch, wie es eigentlich wäre, wenn wir mit der Lokomotive fahren würden. Und um uns herum wären überall Zombies hingefügt. Ich meine, das können wir auch mal probieren, wenn ihr wollt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich würde sagen, ich drücke hier einfach mal auf ganz entspannt aufs Gas. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel das Ding aushält. Hm? Ich meine, das ist so ein altes, verrostetes Ding. Das darf eigentlich nicht so viel aushalten. Ja, alles klar. Original gar keinen Schaden gemacht. Weil das Ding so besessen ist. Und boom. Ja gut, ich meine, die Hinterreifen verloren. Aber an sich auch äußerst stabil. Tommy, alte Kanone. Nicht schlecht. Oh mein Gott, okay, ist das wieder Thomas die Lokomotive oder was? Aber nein, es ist einfach der böse Gordon. Wer von euch kennt ihn noch? Und ich meine, der tingelt hier so langsam rum. Eigentlich ein leichtes Ziel. Oh, als wäre Gordon da hinten nicht frei ausgeliefert, habe ich hier natürlich wieder Tommy am Start. Und ja, ich sage euch ganz ehrlich, heute ist er nicht so gut gelaunt. Aber er ist mutiert, denn er hat einfach seine Kanone auf dem Dach. Mit der kann ich auch einfach mal auf ganz entspannt ein bisschen rumschießen. Das ist Auspuff und Kanone gleichzeitig, ne Gordon?
Ja. Wie sieht so ein Ding ist das, Gordon? So ein Ding. Hier, die Passagiere hier hinten. Ich meine, der hat eh immer so schlechte Laune geschoben. Ja. Sag mal. Jetzt bin ich hier einfach ausgezogen. So, was für ausgezogen, ausgestiegen. So, auf ganz entspannt hier. Also, ja, ich drehe mich hier wieder mal ein bisschen. Also, den Waggon hat es eigentlich erwischt, muss ich sagen. Dann mache ich hier nochmal. Oh, können wir hier ein kleines Loch einfräsen? Ich denke, das sollte funktionieren. Wobei ich sagen muss, vielleicht muss Tommy sich nochmal ein bisschen Hilfe besorgen. Oh mein Gott, okay, also wenn das mal nichts ist, ist es einfach Thomas, aber einfach als nukleare Bombe. Und da fällt er. Und ich sag euch ganz ehrlich, der wird jetzt da unten einfach mal original alles auslöschen. Ich meine, Tommy wollte ein bisschen Hilfe von Tommy, also wieso nicht? Und... Oh, Explosion und... was? Was? Den Zug hat's ja gar nicht erwischt. Oh mein Gott, diesmal erwischt den einfach komplett und... Oh mein Gott, es ist so am Lenken. Was soll ich denn dazu sagen? Ich glaube, das war's mit Tommy und ich glaube auch, das war's mit Gordon. Alter, was geht jetzt denn noch ab? Wie weit fliege ich? Und wieso dreht das Ding so auf einmal durch? Ich wollte mich doch nur ganz normal respawnen. Also das glaube ich nicht. Oh mein Gott, guckt euch einfach mal das an. Wir haben einfach Gordons Cousin verärgert und der ist jetzt hier auch schon mit so durchgedrehten Augen als Flugzeug am Start. Ja, also gar keine Eisenbahn, sondern ein Flugzeug. Und ich würde sagen, Gordons Cousin, zeig uns doch einfach mal, was du so auf dem Kasten hast. Wir können vielleicht mit dir hier auch noch von dir was lernen, ja, und mit dir ein bisschen hier rumfliegen. Oh mein Gott. Oh Gott, können wir das Ding auch ein bisschen gut, können wir das eigentlich ganz gut kontrollieren hier? Warte mal, ich weiß gar nicht, wie ich das kontrolliere. Oh doch, aber Suche, gar nichts los. Gordons Cousin, gar nichts los, du sag mal. Oh, oh mein Gott, da unter mir ist der Zug gleich. Oh, da sollte ich eventuell nicht so mal kurz... Ah! Hoch, hoch. Oh nein, zieh doch bitte hoch. Oh Gott, ich mach mal hier Slow-Mo. Oh, was passiert hier? Ja. Ich glaube, das sieht ganz und gar nicht mehr gut aus. Aber ich meine, immerhin sieht er noch... Wo ist denn dein Mund, Mann? Immerhin sieht er noch glücklich aus. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Gordons Cousin noch eine Geheimattacke hat. Und zwar können wir hier drauf drücken. Und dann wird es zu Megamonster transformiert. Guck mal, das ist so die Abwehrposition oder sowas. Wie gruselig der einfach aussieht, wie so ein Vogel, der irgendwie auf dem Bauch liegt oder so. So, du blöder Zug, ich transformiere mich und aufhalten. Ach man, das hat ja gar nichts gebracht. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Einfach wieder der Vogel. Ich dachte immerhin, wir könnten den Zug... Hä? Ha? Was ist denn da gerade passiert? Sag mal. Alter! Der kriegt voll Speed! Alter! Das glaube ich nicht! Gordons Cousin, sag mal! Alter, der will einfach noch lospilgern! Alter, gar nichts los! Ich bin der Beyblade, ich bin der Breakdancer! Oh mein Gott, guck ich das mal an! Gar nichts los! Gordons Cousin einfach noch am Fliegen, obwohl er transformiert ist! Was soll das sein? Ich glaube, das ist einfach ein Iron Man-Anzug. Aber was hat das denn jetzt mit Monstern zu tun? Warte mal, können wir den auch irgendwie fliegen? Wir können den fliegen. Ich kann ihn sogar ziemlich gut fliegen. So, schön zu... Oh, guck mal, wir können sogar ein bisschen... lenken! Nein, ich... Oh Gott, nein! Okay, das müssen wir nochmal probieren, Freunde. Ich glaube, wir müssen von hier oben einfach mal starten. So, auch ganz entspannt und... Oh Gott... Also ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mich entweder nach vorne lehnen oder nach hinten. Aber beides gleichzeitig geht auf jeden Fall. Geht nicht. Das Haus. Nein, oh mein Gott, was? Okay, ich fliege hier die ganze Zeit einfach raus. Okay, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Zuerst vorne, zuerst. Das sieht doch schon wieder ganz blöd aus. Und direkt das ganze Haus ein mitgenommen, ey. Jetzt ganz Suche. Ganz Suche, ganz Suche. Ganz Suche, ja. Ja. Wichtig, wichtig. Okay, ich weiß halt auch nicht, wie ich das Ding lenke, ne? Irgendwie rechts, links hier. Das ist... Nee, ne? Oh, das darf doch nicht wahr sein! Ja, natürlich. Ich nehme auch noch jedes Haus mit auf entspannt. Also der Anzug, Freunde. Alter, wie viel habe ich denn hier zerstört? Hoppla. Also der Anzug, kompletter Mist. Slenderman in Brickricks. Wo seid ihr? Wo versteckt ihr euch? Sammelt schön die Blätter ein. Ich werde euch aufsammeln, ja? Ich werde euch hier mal ganz entspannt aufsammeln. Und zwar ist es einfach so ein mutierter Slenderman. Ich sag mal so, Slenderman slash Spinne. Und ich bin gespannt, wie viel Slenderman aushalten wird. Ach, da oben, da ganz oben, da fliegt irgendwo ein Slenderman. Aber wo fliegt ihr denn eigentlich hin, du? Sag mal. Sag mal. Solide ausgehalten. So, dann gucken wir uns das doch Ganze mal an. Ja, also ich fahre hier mal in den Schredder rein und mal gucken, wie viel das Ding... Aushält, alles gut, Mann. Entspann dich mal ein bisschen, Slender. Alles Suche. Alles entspannt. Alles easy. Ja, ich muss schon sagen, also der macht auf jeden Fall einen ganz soliden Eindruck.
Das war ich auf jeden Fall nicht. Eventuell habt ihr sie schon gesehen. Und zwar ist es einfach Thomas die Lokomotive als Spinne. Einfach mutiert. Ich meine, die sieht echt for real so gruselig aus, ne? Und wir können auch mal gucken, was wir hier machen können. Vielleicht können wir hier, okay, da können wir ankoppeln, abkoppeln und fahren. Also, okay. Okay, aber schießen kann ich nicht, ne? Ich meine, ist ja auch kinderfreundlich, aber trotzdem schießen kann ich leider nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, das soll es mit den gruseligsten Fahrzeugen aus Bibis gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal eine zweite Folge hiervon mache, dann es gibt auch viel, viel mehr. Dann haut auf jeden Fall gerne auf den Like oder auf den Abon. Tut mir jetzt so gefallen, checkt gerne eins von einmal Videos aus. Lasst einen netten Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.